Okay. Da wollen Freibeuter Ärger mit uns. Hey, danke, dass du mich so... Bist du besoffen oder was? Ihr wolltet das so? Jetzt kriegt ihr das. Das könnte sein, dass das verrückter wird als Police Simulator. Das Ding ist... Das, was Frankel zu mir gesagt hat, ist... Es ist nicht so, dass wir beide Omas sind, sondern... Einer ist eine Oma und der andere ist ein Baby. Ich glaube, das wird wild. Tiek. Oh Gott. Müdigkeit. Was denn da los? Wir müssen noch eine Stunde. Also wir müssen gar nicht. Könnt auch sagen. Ihr könnt mich mal. Ich bin weg. Ah, geil. Von dem Spiel habe ich schon mal einen Ausschnitt gesehen, ja. Also ich bin gespannt, was das wird. Oh, sag jetzt nicht, wir kommen da nicht durch. Doch, ne? Ist nur irgendeine Grotte, wo wir jetzt durcheiern müssen. Kobalt. Oh, warte mal, Kobalt haben wir auch noch nicht so viel, ne? Alter, könnt ihr das nächste Mal einfach mal wie die Bekloppten einen Anker werfen, damit wir uns besser drehen können. Wie in Pirates of the Caribbean. Sie starten ein Wendemanöver. Sowas. Das war's. Naja. Haben ist besser als brauchen. Und wenig ist besser als gar nichts. Ne? Und durch sowas würde ich mal in Real Life gerne durch. Mit einem Boot oder in kleiner, in cool aussehend mit einem Stand-Up-Paddleboard oder so. Oh, es ist wieder Sommer. Wir können bald wieder Stand-Up-Paddle fahren. So geil. Stand-Up-Paddle fahren. Stand-Up-Paddleboard fahren. Wie auch immer. Subboard fahren. Machen wir so. Ist einfacher. Voll Bock drauf. Geht das auch noch weiter oder was? Scheiße. Ja, wir müssen auch eher hier, weil das hier kennen wir. Okay, ziehen wir durch, ziehen wir durch. Hier waren wir ja schon, das ist Gießerei Jive. Also, diven wir mal noch tiefer in Afrika hinein. Was ist das für ein Sound?
Echt. Als wenn hier irgendwie eine Welle irgendwo, aber wir haben hier keine Wellen. Das ist der Wind. Oh, was haben wir denn hier? Sieht nach Minen oder so aus. Das sind Minen. Da hinten ist noch Kobalt, das hole ich mir jetzt. Uiuiui. Ah. Wo sind die Minen jetzt hin? Hä? Lösen sich von selbst auf, oder was? Oh fuck, wir sind voll. Wir können nicht mehr volle Pulle fahren. Und jetzt haben wir noch Gegenwind! Jetzt ödeln wir hier mit 4 Knoten durch die Kanäle, oder was? Entschuldige. Kurze Zeit, 5. Oh, ich würde gerne mitnehmen hier. Ja, jetzt... Ich weiß halt nicht, ob hier was kommt, wo wir mal von, ne, also. Wisst ihr, wie ich meine? Wollen wir mal eben gucken, ob wir irgendwas rauspfeffern können. Hier das, markieren. Aufheben. Alles auswählen. Abwerfen. Jetzt hätte ich es fast wieder aufgenommen, ich Ochse. Auch nichts, ne? Dünneres Holz, vielleicht das. Auch noch nicht. Okay, müssen wir eben gucken, wo wir sind. Okay, brauchen noch ein bisschen. Komm, hier, die Scheiße kann doch auch raus. Wuhu! So. Können wir wieder ein bisschen schneller hier durchdüsen. Greif die jetzt mal nicht an, weil, also die da, ne? Die Jungs hier, weil... Das ist eine Sloop hier? Ups. Och, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ihr Ochsen. Interagieren. Interagieren. Wir haben nichts. Solider Gürtel. Wir wollen nichts. Oh Gott. Die halten aber was aus, die Jungs. Passieren. Ihr bereut diesen Tag nach. Ich weiß gar nicht, war rechts die Segelkalvarine oder ist das die Vierer? Ich glaube, das ist die Vierer, ne? Die soll ich hier raufschicken. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Alter, wo schießt ihr hin? Wir sind gleich im Arsch. Warum bin ich jetzt feindlich gegen die anderen? Ich hab doch euch gar nichts getan. Ich nichts verstehen. Oder habe ich die aus... Ah, ich habe bestimmt aus Versehen getroffen oder so. Ich kann mich noch nicht wieder heilen. Und ich brenne auch noch. Komm schon, komm schon. Ich will doch nichts von euch, ihr Ochsen. So, da vorne haben wir wieder was. Guck an. Wollen wir so ein bisschen Kohle nebenbei machen? Ach so. Weil ich zu nah an... Ja, okay, das verstehe ich. Das kann ich sogar nachvollziehen. So. Weiter geht's. Mal sehen, ob wir noch finden, was wir heute... Was wir die ganze Zeit jetzt suchen. Es wäre so toll. Und wahrscheinlich habe ich schön oben angefangen und ganz unten ist es. Da gehe ich ganz stark von Haus am Ende. So typisch. Oh oh. Sollte ein bisschen abdrehen. Schön, wir haben halt noch ein paar Handelsrouten, glaube ich, jetzt freigeschaltet, ne? Ist halt hier, das müssen wir alles noch erforschen. Scheiß müsst ihr euch ausruhen. Ihr Flaschen. Captain, das sind Umbader! Eine einmalige Gelegenheit! Habt ihr irgendwas? Irgendwas, was ich brauche? Nö, ne? Nee. Okay, ein Stück nochmal nach unten. Und dann fahren wir hier wieder hoch. Okay. Ist hier noch was? Auf der anderen Seite? Ist doch was. Genau. Versunkene Goldmine. Wir sind da. Wenn ihr wollt, ganz viele Bananen. Cherry Ferry ist voll dabei. Rudert die Hunde.
So. So, jetzt müssen wir mal eben umstellen auf... Zack. Komm schon. Komm schon was? Sloop. Die haben wir ja schon. Bombarde 3. Halbkanonenwerkstatt 1. Aber das hier ist doch Waffenbauplan. Brauchen wir die Bombe? Wir haben ja Brandbombarde, ne? Aber guck mal, die ist explosiv. Das heißt, wenn wir die nehmen, könnten wir die auf das andere Schiff knallen. Ist gekauft. Bauplan kurz mal verfolgt. Guck mal, da brauchen wir eine Teak-Planke. Haben wir nicht Teak ein bisschen eingesammelt? Da könnten wir doch ein paar Planken machen. Auf Wiedersehen, Kapteni. Okay. Aber was hatte sie noch? Die hatte noch Bombardenwerkstatt. Bombarden. Habari. Bombarden. Nicht Bonbaden. Das ist doch keine Bonbon-Werkstatt. Ah, die Einser, die ist doch auch... Ich wünsche gute Reise, ohne Suhari-Räuber. Wir nehmen von ihr gleich mal hier Dings, ne? Wir nehmen jetzt hier alles an, wenn wir schon mal da sind. Beeilt euch, nutzt. Dann können wir irgendwann Waffen, mal ein bisschen was abarbeiten. Ne, verfolgen will ich sie jetzt nicht. Quahiri, gute Reise. Gracias. Muchas gracias, señora. Ah. Señora Negro. Muchas gracias. Versteckte Relikte. Ah, ja, ja. Oh, wir haben einen Schatz. Ja, wir haben gar keinen gesucht, oder? Weiß ich, findet man Schätze auch, wenn man keine Schatzkarte hat? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich muss man die doch wenigstens haben, oder? Du willst nicht mit mir reden, du auch nicht da. Ein Händler. Wir haben geöffnet. Händlerin. Habari, wir sind Händler von der Küste Afrikas mit Waren. Alter, was für eine Friese. Qualität. Wir wurden aus unserer Heimat verjagt. Wie ihr sehen könnt, leben sind die? Einige unserer Waren eher. Ist das eine Madenfrisur oder was? Seht euch gern um, aber bitte nichts anfassen. Ubisoft, was habt ihr da gemacht? Ja, aber sie sind es nicht wert, dafür zu sterben. Wir transportieren Wesen, die euch den Arm ausreißen, wenn ihr nicht aufpasst. Aber fürchtet nicht um eure Sicherheit. Wir vom Bund sind fähige Jäger, die den Umgang mit wilden Bestien gewohnt sind. Mhm. Es ist zu eurem Besten, Kapteni. Bleibt auf Distanz, dann bleibt ihr auch am Leben. Wasserfass. Nizinayama. Mhm. Was haben wir hier? Teak. Das können wir doch veredeln. Und dann machen wir da Planken draus. Und dann können wir schon diese Bombarde 3 machen für das andere Schiffchen. Und dann können wir das schon mal bauen. Wir müssen es ja noch nicht benutzen. Aber wir können es ja schon mal ausrüsten. Okay. Ich glaube, viel mehr Leute sind hier nicht, ne? Ich habe keine Händler mehr. Weiß ich, kam ich von hier oben? Ich hab schon wieder die Orientierung verloren. Weil Orientierung wie eine Bockwurst. Ich hab noch einen Schatz.
Aber ich muss hier doch auch noch irgendwie, Nee, warte mal. Nee, doch, da war ich richtig. Finde und versenke einen von Skurlocks Verrätern. Untersuche die Sterbebotschaft. Ach, ich hab den jetzt schon, den Sack. Jetzt muss ich hier oben... Alles klar, okay. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich hätte den Leuten hier mal mehr zuhören sollen. Ist aber nur eine Vermutung. Tarzan! Ah, ja, ja, ja. So, wollen wir mal Fracht verwalten. Wir wollen ja die tolle Fracht nicht verlieren. Das muss drin bleiben, damit wir es abgeben können, sonst vergesse ich es. Das bleibt auch, damit wir es nachher abgeben können. Ölkanister ist eine Munition. Arten von Seefeuern. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Ich müsste auch nochmal machen, aber ja. Ich bin so doof. Segeldetzen! Jetzt ist halt die Frage, ob wir das andere trotzdem noch aufdecken. Wenn wir schon mal hier sind. Na, also einmal hier runter, dann hier hoch. Dann müssten wir eigentlich alles aufgedeckt haben. Und wir müssen ja eh dann hier hoch. Bewegung, ihr Hunde! Ja. Bewegung, ihr Hunde. Guck mal, und die da, die haben bestimmt Tiefplanken. Gehe ich jetzt stark von aus. Nee, das ist nur die andere Mission. Okay. Let's go, let's go. Ah, das gibt's ja gar nicht. Hier sind ein paar mehr. Du magst es gar nicht glauben, aber... Guck da, Teakplanke. Ja? Und die sind erst Level 3, also... Dann brauchen wir nicht veredeln. Was? Oh! Ich war das nicht.